erstes Bundesland plündert die komplette oder ein Teil der Beamtenrücklage. Das war die Titelzeile in der Bild-Zeitung vom 6. März 2024. Die Kieler Nachrichten haben sogar etwas anderes geschrieben. Die haben gesagt, der Beamtenbund spricht von Raubzug. Geldschau, finde ich einfach, der Titel ist schon gigantisch genial. Also was ist hier los? Plünderung der Beamtenrücklagen. Wir haben uns zwar nicht ganz so damit abgefunden, aber die Jüngeren wissen, es gibt später keine Rente mehr. Was ist aber jetzt mit den Pensionen? Denn die Damen und Herren Beamten haben sich bisher immer in Sicherheit gewogen. Im November 2023 hatte Susanne, meine Partnerin, ein Klassentreffen nach 35 Jahren. Wie es immer so ist, eine bunte Mischung an Berufen. Einige haben Karriere gemacht, wo du dir denkst, wow, wie hat er das gemacht? Erschreckenderweise 80% zählen die Tage bis zur Rente. Ja, also die sind alle irgendwie so 55, 56 Jahre jung oder 54. So, ein Freund von Susanne hat Karriere als Wissenschaftler gemacht, hochdotiert in der Forschung und nun Professor an einer renommierten Uni im Süden Deutschlands. Seine Worte: Gott sei Dank brauche ich mir um meine Rente keine Sorgen zu machen. Sprich, ich bin ja Professor und verbeamtet. Nun kommt aber der Hammerschlag. Droht den Pensionen das gleiche Schicksal wie den eingezahlten Renten? Das ist jetzt die große Frage. Also, Entnahme, um Staatsschulden zu begleichen. Schleswig-Holstein macht es vor. Also nochmal Bild-Zeitung vom 6.3. Wegen Haushaltsnot. Erstes Bundesland plündert Beamtenrücklage. So die Bild. Artikel wieder wie immer hier unterm Video. Die FAZ am 8.3.2024, also zwei Tage später, ist das Generationenkapital sicherer als eine Pensionskasse. Auch hier der Artikel verlinkt. Kieler Nachrichten. Beamtenbund spricht von Raubzug, Zitat. So, der Versorgungsfonds wurde am 1. Januar 2018 ins Leben gerufen. Die bis Ende 2017 gesammelten Versorgungsrücklagen in Höhe von 641 Millionen Euro wurden in diesen Fonds überführt. Hinzu kommen Einzahlungen des Landes von 80 Millionen Euro jährlich und zusätzlichen Einzahlungen von 100 Euro im Monat pro neu eingestellten Beamten. Mehr zur Versorgungsrücklage, auch hier verlinkt. Hinterfrage einmal selbst, wie die Renteneinzahlungen im Laufe der Geschichte umstrukturiert wurden. Aus Kapitaldeckung wurde Umlageverfahren. Jetzt geht es zurück zum Generationenkapital. Hast du noch den Überblick, was mit deinen Renteneinzahlungen wirklich passiert? Die Pensionskasse wird in eine Versorgungsrücklage als Sondervermögen überführt. Sondervermögen, wem klingeln da nicht die Ohren? War in den letzten Monaten öfter im Gespräch in den Mainstream-Medien, gerade als es um die Schuldenbremse, die Ukraine und Ähnliches ging. Wir haben da eine sehr, sehr kreative Regierung. Wozu das alles? Cui bono? Wem nützt es? Schau dir die Links an, recherchiere endlich mal selbst. Ja, auch mir musst du nicht alles glauben, aber ich kann dir versichern, da kommt einiges auf uns zu. So, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wenn es hier drum geht, über Geld spricht man nicht, wir schon.